Er ist Geschäftsmann und ist viel auf Reisen, hat wenig Zeit für sich und Frau und Kind. Und wenn er am Nacht im Bett liegt, fragt er sich, ob's das bringt. Er sucht nach dem rechten Weg. Sie ist Hausfrau und ist immer um die Kinder, putzen, waschen, kochen, trösten, Lösung finden. Und manchmal denkt sie, meine Arbeit ist für nichts. Und Selbstvertrauen fängt an zu schwinden. Sie sucht nach dem rechten Weg. Aber Gott kommt auf deinen Weg, in deine Situation. Egal wo du bist, egal was du machst. In allem kann er dir begegnen. Gott wohnt nicht weit weg von dir. Hast du ein Auge dafür? Kann er deine Neugier wecken? Willst du ihn ganz neu entdecken? Kann er deine Neugier wecken? Willst du ihn entdecken? Sie ist Chemikerin, hat einen guten Job und arbeitet auch sehr gern. Aber manchmal, wenn sie allein zu Hause ist, sehnt sie sich nach starken Armen. Sie sucht nach dem rechten Weg. Er ist Maurer schon seit 18 Jahren und fragt sich manchmal, ob es das jetzt war. Und dann schaut er in der Zeitung bei den Stelleninserat und hofft, dass etwas Gutes für ihn dabei ist. Er sucht nach dem rechten Weg. Aber Gott kommt auf deinen Weg, in deine Situation. Egal wo du bist, egal was du machst. In allem kann er dir begegnen. Gott wohnt nicht weit weg von dir. Hast du ein Auge dafür? Kann er deine Neugier wecken? Willst du ihn ganz neu entdecken? Kann er deine Neugier wecken? Willst du ihn entdecken? Im Schönen und im Schweren, im vollen Glück, im Schmerz, im Alleinsein, in der Gemeinschaft, im Ernstsein und im Scherz, im Versagen, im Erfolg, im Kranksein, im Gesundsein, er trägt, er tröstet, zeigt den Weg, gibt Hoffnung. Ist dabei. Ja, Gott kommt auf deinen Weg, in deine Situation, egal wo du bist, egal was du machst. In allem kann er dir begegnen. Gott wohnt nicht weit weg von dir. Hast du ein Auge dafür? Kann er deine Neugier wecken? Willst du ihn ganz neu entdecken? Kann er deine Neugier wecken? Willst du ihn entdecken?